Hallo ihr Lieben, ich weiß, die Back-to-School-Reihe ist schon lange vorbei, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, um euch meinen Schulranzen zu zeigen. Ja, ich gehe noch zur Schule, ich bin 19 Jahre alt, aber ich mache eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegehelferin auf einer Privatschule bei uns hier in Bayern und ja... Mein Ordner sieht so aus, ich bin halt recht mädchenhaft. Der ist eigentlich voll süß und ja, da sind all meine Schulunterlagen drin. Ist recht viel und ja, das ist mein Ordner. Aber das Wichtigste heute ist mein Schulranzen, meine Schultasche. Und der sieht so aus. Das ist eine rosane. Dakine oder Dakine, ich kann die Marke nicht aussprechen. Ich sage jetzt einfach mal Dakine. Ein 2013er Dakine Modell in der Farbe Finn, deswegen die Streifen. Und ja, den gibt es einfach nirgends mehr. Also im Internet kann man den leider nicht mehr kaufen. Und auch mit dem Ledermäppchen war es eine recht schwere Sache, das passend zum Schulranzen herzukriegen, weil es einfach schon ewig nicht mehr gibt. Wie gesagt, 2013 wurden die hergestellt und das kann man halt nirgends fast mehr kaufen, außer halt entweder gebraucht oder in einem neuen Zustand. Ja, also dieser Schulranzen hat hier oben ein Fach. Das hier ist das Hauptfach, zwei Getränkefächer, ein mittleres und ein vorderes kleines. Wir fangen am besten mal oben im kleinen Fach an. Und zwar befindet sich da drin meine Kopfhörerdose. Da sind meine Kopfhörer meistens drin, zum Musik hören. Und auch mein Spinnschlüssel, da ich im Moment noch keinen anderen Platz dafür gefunden habe. Mein Spinnschlüssel. Was ist da noch drin? Ein Labello, also ein Labellino in Pink. Und mein USB-Stick, wo Sachen drauf sind für die Schule, Referate und so. Finde ich eigentlich ganz cool, habe ich zum Schuleinstieg bekommen von der Schule selbst. Also ist mehr oder weniger so ein Werbeprodukt. Werde ich auch gleich nochmal einblenden. Ne? Also ein bisschen im Kleinfach und da kommt dann auch meistens immer mein Handy rein. Dann haben wir hier das große Fach. Da kann man das sehen. Ist das Laptopfach und da habe ich zwei Blöcke, falls einer mal leer wird. Zwei karierte Blöcke, eine mit so einem Tukan und eine mit Blumen. Den mit den Blumen benutze ich im Moment am häufigsten. Jetzt hat sich das verkantet. Moment. Und passend zum Ordner mein Schulkalender 2018-19. Dann ein kurzer Cut, weil meine Nichte reingekommen ist. Mein Vater hat nämlich heute Geburtstag und sie sind gerade gekommen und sie hat mich begrüßt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Federmäppchen. Genau. Also, beim Federmäppchen. Wie gesagt, recht selten und da sind halt meine Stifte drin, was ich so brauche. Mein Schlampermäppchen. Für Bastelunterricht und so weiter. Auch wieder mit Stiften, Schere, Kleber. Kleber muss ich nachfassen, der ist leer. Dann fangen wir vorne mit dem mittleren Fach an. Da ist innen drin so ein, ich kann es schlecht zeigen, so ein Organizer für Stifte und so. Und da habe ich meistens immer nichts drin. Also mein Geldbeutel. Meine Brille, ja, ich habe eine Brille für kleine Schrift. Tada! Miss Intelligenz am Start. Aber die brauche ich eigentlich nur recht selten. Die Lehrer wissen eigentlich, dass wir alle nicht so gut sehen können, die was hinten sitzen und ich sitze hinten und daher ist das ein bisschen schwierig. Ja. Jetzt habe ich das kleine Reißverschlussfach. Ja. Ja.
vergessen. Da ist noch so ein Reißverschlussfach. Und da sind zwei kleine Bücher drin. Zwar einmal das Grundgesetz und einmal, was wir mal bekommen haben für Natur. Entdecke den Wald. Also die kann man sich, also das kann man kostenlos im Internet bestellen. Da bezahlt man nur den Porto, für die es interessiert. Also kann man auf der Internetseite, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox, genauso wie das kann man dort auch bestellen. Aber das ist allerdings das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da. Also für die es interessiert, die beiden Webseiten, die verlinke ich euch. Ach, und ganz vergessen, für einen kleinen Energieschub zwischendurch, Extra Energy, also Traubenzucker. Und hier vorne, ganz vorne, ist, haha, nichts drin. Und in den Getränkefächern ist auch nichts, weil ich meine Getränke und meine Brotdose meistens immer hier in das Hauptfach rein tue und da hat es eigentlich genug Platz. Ja, das war mein Schulranzen, beziehungsweise meine Schultasche. Ich sage immer noch Schulranzen, ich bin es von der Grundschule her gewöhnt. Ja, also den Rucksack versuche ich euch im Internet zu verlinken, sofern es den noch gibt. Und ja, ich hoffe, ich habe mein Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Infos zu meiner Ausbildung und zu meiner bisherigen Schullaufbahn wissen wollt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Abonniert, gebt einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke und ja, bis bald. Tschüss.